Dann rufe ich aus Tagesordnungspunkt 64, Gesetzespunkt der Fraktion Die Linke, Corona in der Arbeitswelt entschieden bekämpfen, Drucksache 204907, zusammen mit dem Dringlichen Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, mobiles Arbeiten als Chance, Landesverwaltung muss Vorbild sein, Drucksache 204981 und Tagesordnungspunkt 100, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Wirtschaft und Corona, Homeoffice ist wichtiger Bestandteil des Kampfes gegen die Pandemie, Drucksache 204997. Und als erstes hat die Abgeordnete Böhm von der Fraktion Die Linke das Wort. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ein Jahr Corona, und es gibt viele, die sich wünschen, dass die Inzidenzen es möglich machen, wieder in den gewünschten Alltag zurückzukehren. Aber mit Wünschen ist es ja nicht getan, insbesondere wenn die Politik nur in wenigen Bereichen tatsächlich Ansteckungen verhindert. Die Gastronomie und der Einzelhandel wurden geschlossen, Kulturveranstaltungen untersagt, im privaten Umfeld, danke schön, erleben wir starke Einschränkungen. Sie haben allerdings versäumt, die Lebensbereiche zu regulieren, in denen tatsächlich viele Ansteckungen stattfinden. Das sind einmal ganz deutlich die Altenheime. Wir wissen, dass nicht nur mehr Infektionen dort stattfinden, sondern dass 60% der mit und an Corona-Gestorbenen in Hessen in Altenheimen gelebt haben. Mein Mitgefühl ist bei denen, Angehörigen und Familien, die sich oft nicht einmal von denen im Heim lebenden Lieben verabschieden konnten. Wir wissen auch, dass mit mehr Personal und mehr Tests einiges hätte verhindert werden können. Weiterhin gibt es viele Menschen, die keine Wohnung haben, in der sie Abstand halten können, ob sie in Gemeinschaftsunterkünften leben oder auf der Straße. Dazu gehören auch diejenigen, die in sogenannten Arbeiterunterkünften leben. Und dazu komme ich zu dem wesentlichen Bereich, der gar nicht und besonders in der aktuellen Phase nicht reguliert wird, die Arbeitswelt. Es ist erfreulich, dass dieses Thema endlich im Bund und Land angekommen ist. Am 20. Januar diesen Jahres hat das Bundeskabinett die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung beschlossen. Lassen Sie uns einmal anschauen, was es bisher schon galt. Es galt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen, Tragen von Mund- und Nasenbedeckungen, wo dies nicht möglich ist. Allerdings wäre beides eigentlich notwendig gewesen. Aber schauen wir uns mal an, wie die Realität ist. Erzieherinnen und Kindertageseltern fallen dabei schon einmal heraus. Für die ist es nicht möglich. Kita-Beschäftigte haben laut Studie der AOK ein besonders großes Risiko, an COVID-19 zu erkranken. Sie waren von März bis Oktober 2020 am stärksten von Krankheiten im Zusammenhang mit COVID-19 betroffen. Ihre Erkrankungszahl liegt mehr als das 2,2-fache höher als der Durchschnittswert in der Bevölkerung. Oder schauen wir einmal auf den Flughafen Frankfurt. Wie mir die Betriebsräte berichtet haben, haben dort Hubwarenfahrer Einmalschutz, Einmalanzüge und Mundschutz zur Entladung von ihrem Arbeitgeber gefordert. Der Arbeitgeber, eine Tochterfirma der Lufthansa, sah überhaupt keinen Handlungsbedarf und kein Risiko für die Hubwagenfahrer. Obwohl es sich um Flugzeuge gehandelt hat aus dem internationalen Verkehr, wurde der Mund- und Nasenschutz und die Einmalanzüge verweigert. Der Mindestabstand wird meistens bei diesen Arbeitsplätzen nicht eingehalten, auch dort gerade, wo Bandarbeit stattfindet. Es gibt keine Abgrenzungslinien oder Plexiglas, nicht einmal Plastikscheiben zwischen den Kolleginnen, die den ganzen Tag nebeneinander stehen. Der Arbeitgeber verweist auf zu hohe Kosten und dass es angeblich nicht machbar sei. Und es ist noch nicht lange her, dass jetzt inzwischen ist es so, dass der Mund-Nasen-Schutz konsequent zur Verfügung gestellt wird, aber nach vielen, vielen Monaten, wo Ansteckungen stattgefunden haben. Ähnliches gilt im Einzelhandel. Auch dort stehen Verkauf und Umsatz im Vordergrund. Und auf Betriebsräte werde gerade in diesen Branchen ein ungeheurer, massiver Druck ausgeübt, sodass sie sich schwer haben, die Interessen der Beschäftigten tatsächlich zu vertreten. Das ist die Realität heute in vielen Arbeitsbereichen, und denen müssen Sie sich wirklich einmal stellen.
Eine zweite Forderung aus der Zeit vor der Verordnung war, Arbeitgeber müssen Flüssigseife und Handtuchspender in Sanitärräumen bereitstellen. Aber dafür muss es erst einmal die Sanitärräume geben. Auf den Baustellen, in den Garten- und Landschaftsbetrieben ist das ganz oft nicht gegeben. Es gibt keine Toiletten, keine Waschgelegenheiten, kein Wasser, keine Seife, mit und ohne Corona. Und da dachte ich immer, dass die Kampagne Klos für alle nur für arm gehaltene Länder der sogenannten Dritten Welt gilt. Nein, das passiert hier. Und wenn Sie es mir nicht glauben, reden Sie mit den Gewerkschafterinnen der IG BAU. Aber auch bei den Fahrten zur Baustelle und in den Baubuden werden Sicherheitsabstände nicht eingehalten. Und wenn es Sanitäreinrichtungen gibt, sind die Kolleginnen und Kollegen ganz froh, wenn sie zumindest einmal alle zwei Tage überhaupt gereinigt werden. Ein anderes Beispiel, auch zufällig vom Flughafen. In einem Betrieb wurde die Reinigung, die durch ein externes Unternehmen beauftragt war, stark heruntergefahren. Die Mitarbeiterinnen sollten jetzt zu Corona-Zeiten selber reinigen und putzen. Die Türklinken wurden nicht einmal mehr desinfiziert. Für medizinisches Personal ist das regelmäßige Testen unbedingt erforderlich. Einmal für den eigenen Gesundheitsschutz und zum Zweiten, um zu verhindern, dass bei der Arbeit, bei dem der Abstand nicht eingehalten werden kann und auch die Schutzausrüstung nicht immer alle Infektionen abhält, die erkrankten oder pflegebedürftigen Menschen nicht angesteckt werden. So soll es sein. Ich hatte hier schon einmal darüber gesprochen, über die Abmahnung des Betriebsratsvorsitzenden des Uniklinikums Frankfurt, Eigentümer ist das Land Hessen, der mit seinen Kollegen öffentlich gemacht hat, dass nicht regelmäßig getestet wird. Jetzt sind wir von einer Mitarbeiterin des UKGM Marburg informiert worden, dass dort immer noch keine Tests stattfinden, obwohl wieder viele neue Patientinnen kommen. Resigniert sagt sie, das Pflegepersonal habe keine Lobby. Da frage ich doch den Minister Klose, wie sieht es denn mit Ihrer Aufsichtspflicht aus? Führen Sie die überhaupt aus? Ich will auf die neuen Vorschriften seit dem 20. Januar kommen, die bis zum 15. März gelten sollen. Da heißt es, Arbeitgeber sind verpflichtet, Homeoffice anzubieten. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen das Angebot annehmen, soweit sie können. Viele Arbeitgeberinnen haben sich schon vorher geweigert, Homeoffice anzubieten. Sie sind skeptisch, ob die Mitarbeiterinnen tatsächlich genauso viel arbeiten, genauso fleißig, gut erreichbar und gut funktionieren, wenn sie nicht mehr unter der unmittelbaren Kontrolle sind. Da kommen dann solche Sprüche, die einen sind fleißig, die anderen sind im Homeoffice. Aber jetzt, nach der neuen Verordnung, scheint das in einigen Betrieben gerade so weiterzugehen. Bei Isuzu in Ginsheim-Gustavsburg wurde auch jetzt verkündet, dass Homeoffice grundsätzlich nicht möglich ist. Es wurde stattdessen ein Schichtmodell eingeführt. Eine Schicht arbeitet von 6 bis 14.30 Uhr, die andere von 14.30 Uhr bis 23 Uhr. Frage Sie, wie soll man diese Arbeitszeiten eventuell mit einer Kinderbetreuung oder einer Pflegearbeit vereinbaren? Nur 5 Tage nach der Einführung dieser neuen Verordnung gab es im Regierungspräsidium schon 64 Anfragen und Beschwerden. Die Frage ist nur, nach der heutigen Diskussion nochmals, gibt es genug Personal, um sie zu bearbeiten? Oder ist es vielmehr so, wie ein Mitarbeiter dieser Behörde einschätzt, dass es sich um eine Alibi-Veranstaltung handelt? Aber was ist jetzt wirklich zu tun? Da uns die Pandemie noch einige Zeit begleiten wird, und gilt es jetzt, die Arbeitswelt coronagerecht zu gestalten, bis uns die Inzidenzen wieder einen einigermaßen gewohnten Alltag ermöglichen. Dazu ist Folgendes notwendig. Hessen muss sich mit Arbeitgebern und Gewerkschaften zusammensetzen, um einen Maßnahmenkatalog zu erstellen. Die öffentliche Verwaltung hat eine Vorbildfunktion. Ich kann nicht überprüfen, ob das alles so stimmt, was Sie über die Landesverwaltung gestern und vorgestern erzählt haben, aber in den kommunalen Verwaltungen sieht das noch sehr bescheiden aus. Auch wenn der Publikumsverkehr eingeschränkt ist, wird oft eine Anwesenheit verlangt. Und es gibt oft keine entsprechende Ausrüstung. Hier ist das Land gefordert, die Kommunen entsprechend zu unterstützen. Und dann kann sie auch mit Nachdruck verlangen, dass mobiles Arbeiten umgesetzt wird.
Was wichtig ist, wir brauchen mehr Kontrollen in der Arbeitswelt. Ich habe ja nur einige Beispiele vorgestellt. Ich hätte das noch viel, viel verlängern können, wie wenig Corona-konform in Betrieben tatsächlich gearbeitet wird. Aber wer soll das machen? Die wenigen Mitarbeiterinnen des RP Darmstadt. Und wenn ich mir den Antrag von Schwarz-Grün noch einmal heute durchlese, sie appellieren an die Arbeitgeber. Sie wünschen sich von den Arbeitgebern, bitte, bitte, mach doch Homeoffice, mach doch Corona-gerechtes Arbeiten. Sie gehen damit noch hinter der Bundesverordnung hinter zurück. Das ist wirklich eine armselige Aktion, was Sie da geboten haben. Und zu Kontrollen haben Sie überhaupt nichts geschrieben. Und da können wir davon ausgehen, dass genauso wenig weiter kontrolliert wird. Produktion, die nicht erforderlich ist, muss auch eingestellt werden. Natürlich muss der Lohnausfall finanziert werden. Wir brauchen pandemiekonforme Unterkünfte. Auch hier braucht es eine Kontrolle, dass nicht weder zu Corona noch zu anderen Zeiten 30 Leute in einem 1,5-Familienhaus leben müssen. Frau Abgeordnete Böhm, Sie müssen zum Schluss kommen. Danke schön. Und viele Beschäftigte wissen nicht, wo sie sich hinwenden sollen, wenn es Verstöße gegen die Bestimmungen gibt. Wir brauchen dringend einen Whistleblower-Schutz, um diese diese Möglichkeit zu geben, dass man sich auch tatsächlich beschweren kann. Ich erwarte von dieser Landesregierung, dass sie Unternehmen wirklich dazu bringen, die Infektionsgefahren am Arbeitsplatz zu verhindern. Dass sie unsere Vorschläge aufnehmen, habe ich ja schon gesehen. Herr Bouffier hat ja gemeint, zum Schluss kommen heißt maximal ein Satz, und der sollte auch nicht so lang sein. Ja, der Herr Bouffier hat ja gesagt, er ist für gute Vorschläge dankbar. Ihr Antrag zeigt uns deutlich, dass Sie nicht bereit sind, irgendeinen Vorschlag aufzunehmen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Böhm. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Decker von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön. Vielen Dank. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, der Arbeitsschutz ist für die SPD-Fraktion ein unabdingbares Muss. Und das gilt auch ganz besonders in der Pandemie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich zunächst ein paar grundsätzliche Anmerkungen machen, die auch in einem grundsätzlichen Zusammenhang mit dem Thema Corona in der Arbeitswelt gesehen werden müssen. Zunächst, die Lage ist immer noch besorgniserregend, das ist klar, und wir alle müssen doch immer höchste Vorsicht walten lassen. Vielen Dank. Auch wenn die Zahlen übrigens im Gegenteil zu Ihrem Antrag jetzt doch schon stark rückläufig sind, das ist auch gut so, heißt es für uns aber immer noch, natürlich steht der Gesundheitsschutz für uns unmissverständlich an erster Stelle, meine Kolleginnen und Kollegen. Ich will aber auch sagen, dass auch der soziale und der wirtschaftliche Schutz der Menschen und ihrer Arbeitsplätze für uns eine ganz hohe Priorität hat. Und ja, die Corona-Krise hat unseren Arbeitsmarkt vor enorme Herausforderungen gestellt. Und mit dem Schutzpaket, dem erleichterten Kurzarbeitergeld und vielen weiteren Maßnahmen sorgt die Bundesregierung mit großer Anstrengung übrigens dafür, dass Deutschland besser durch die Krise kommt, als man das vor Monaten noch erwartet hätte. Das ist gut, das ist dringend notwendig und es ist vor allem richtig, meine Damen und Herren. Und die aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen im Übrigen, der Arbeitsmarkt ist trotz Krise und Lockdown, und ich füge ausdrücklich hinzu, Gott sei Dank, weiter robust. Und gemessen an den wirtschaftlichen und den gesundheitlichen Rahmenbedingungen bleibt der Arbeitsmarkt widerstandsfähiger als erwartet. Und er ist nicht da. Vielleicht hört das lieber Kollege Manfred Penz. Eine Bereinigung des Marktes hat bisher nicht stattgefunden. Gottlob. Und auch ich füge hinzu, dank Hubertus Heil und Olaf Scholz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und denn auch das muss man in diesem Kontext erwähnen, denn vor allem die Kurzarbeit ist und bleibt die stabile Brücke, die uns über das tiefe wirtschaftliche Tal trägt. Und für uns ist und bleibt das Ziel, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir haben dank der Abfederung mit dem Kurzarbeitergeld übrigens aktuell immer noch 33 Millionen, fast 34 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Und darüber ist die Sozialdemokratische Partei und ich hoffe, das gesamte Haus, und ich denke das auch, mehr als nur froh, meine sehr verehrten Damen und Herren. Natürlich wissen wir,
Natürlich wissen wir um die zahlreichen Branchen, die dennoch in große Not geraten sind. Unsere Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser hat das auch in dieser Plenarrunde erneut herausgestellt und weitere Hilfen dringend angemahnt. Und ich sage Ihnen, auch wenn CDU und Grüne Landesregierung eigene hessischen Hilfen bisher abgelehnt haben, bin ich mir nahezu sicher, kurz über lang wird dies kommen müssen, und es wird so kommen. Und ich glaube, wir werden Sie davon am Ende auch noch überzeugt haben, denn es wird, wenn das so weitergeht, auch nicht mehr anders gehen. All das, meine Damen und Herren, müssen wir grundsätzlich, all das, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir grundsätzlich zusammen im Blick haben, müssen wir zusammen berücksichtigen und vor allen Dingen auch zusammen denken. Denn der Schutz für diejenigen, die derzeit gar nicht arbeiten können oder kurzarbeiten müssen, und den Arbeitsschutz für diejenigen, die auch in der Krise an ihrem Arbeitsplatz sein müssen, weil es eben nicht anders geht. Und das kann man und muss man zusammen denken. Es geht nicht anders, meine Damen und Herren. Denn der Arbeitsschutz gehört für uns unabdingbar zur Fairness auf dem Arbeitsmarkt ebenso wie gute Löhne. Und da kämpfen wir seit vielen Jahren drum und tun das jetzt in der Krise erst recht und mit ganz großem Nachdruck. Die Bundesregierung hat konsequenterweise das Arbeitsschutzkontrollgesetz auf den Weg gebracht. Das Gesetz soll geordnete und sichere Arbeitsbedingungen unter anderem in der Fleischindustrie herstellen. Und das ist gut so, meine Damen und Herren, dass die teils unsäglichen Zustände, die dort geherrscht haben, jetzt Gott sei Dank endlich ein Ende finden werden. Ich füge hinzu, es war überfällig, aber es ist gut, dass es jetzt gemacht wird. Und darüber hinaus legt es bundesweit einheitliche Regeln zur Kontrolle der Betriebe und zur Unterbringung der Beschäftigten fest. Es ist konsequent und richtig, dass Arbeitsminister Heil dies eingebracht hat. Und es ist auch gut, dass es vom gesamten Bundeskabinett an der Stelle auch so mitgetragen worden ist. Und wie Sie alle wissen, ist am 20. Januar 2021 hat das Bundeskabinett reagierend auf die weiter angespannte Corona-Lage die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung beschlossen. Da sind zusätzliche Maßnahmen geregelt, um den Gesundheitsschutz der Beschäftigten während der Pandemie zu gewährleisten. Die Bundesregierung hat übrigens bekanntlich schon, Kollegin Böhm, auch im letzten Jahr schon darauf reagiert, indem es nämlich Arbeitsschutzstandards und konkretisierende Regeln festgelegt und veröffentlicht hat. Und bitte? Ja, okay, dann habe ich Sie vielleicht missverstanden. Sie hat schon reagiert, aber es war eben noch nicht genug. Weil es nicht gefruchtet hat, mussten jetzt diese scharfen Regeln kommen. Und auch das ist gut so, meine Damen und Herren. Der Arbeitsschutz gilt weiter, ist konsequenterweise auch logischerweise verschärft worden und muss selbstverständlich auch immer als Infektionsschutz vor dem Virus verstanden werden. In der gesamten Debatte, nicht nur heute, auch in der letzten Plenarsitzung hat sich das Thema Homeoffice wie ein roter Faden durchgezogen. Und ich sage an dieser Stelle auch klar und deutlich, ja, Homeoffice ist einer der wesentlichen Bausteine zur Bekämpfung der Pandemie, für den Schutz der Beschäftigten und auch für den Erhalt von Betrieben und Unternehmen. Im Übrigen nicht nur aus der Sicht der Beschäftigten gesehen, auch für die Unternehmen ist es wichtig. Ich nenne Ihnen dann auch gleich nachher noch einmal ein Beispiel. Arbeitgeber müssen jetzt überall dort Homeoffice anbieten, wo es möglich ist. Übrigens, der Begriff Homeoffice ist so ein bisschen wackelig. Eigentlich geht es um mobiles Arbeiten zu Hause. Das muss man an der Stelle mal konkretisieren. Aber es ist einfacher, Homeoffice zu sagen. Wir bleiben bei der Sprachregelung. Das sieht die Corona-Arbeitsschutzverordnung vor, die am 27. Januar in Kraft getreten ist. Die Verordnung enthält zudem Schutzmaßnahmen für diejenigen Beschäftigten, deren Anwesenheit im Betrieb unverzichtbar sind. Und sie sind klar geregelt. Und wer sich nicht daran hält, begeht einen Verstoß. Und das ist auch richtig so, dass dies dann auch konsequent geahndet wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch da sind wir ganz beieinander. Sie sind also zwingend verpflichtet, dies anzubieten, sofern keine zwingenden betriebsbedingten, ich wiederhole, zwingenden betriebsbedingten Gründe dagegen sprechen, meine Damen und Herren. Und die Beschäftigten sind zwar nicht verpflichtet, das ist auch rechtlich schwierig darzustellen. Auf den ersten Blick ist es nicht einleuchtend, aber es ist in der Tat etwas schwierig. Aber auch an Sie gilt natürlich der dringende Appell, dies anzunehmen, wenn Ihnen das möglich ist. Auch hier gilt, wenn Ihnen das möglich ist, meine Damen und Herren. Die Verschärfung war nötig. Das zeigt schon allein der Blick darauf, dass das Angebot für Homeoffice
gegenüber dem ersten Lockdown inzwischen merklich nachgelassen hat. Ich könnte Ihnen jetzt ein Beispiel erzählen. Wenn es nachher reicht, mache ich es noch, aber die Zeit wird ein bisschen knapp. Es gibt haarsträubende Beispiele. Ich gebe der Kollegin Böhm und wahrscheinlich manchem Nachredner, der das ebenso herausstellen wird, recht. Das geht so nicht. Es gibt gute Arbeitgeber, die das wirklich vorbildlich machen, aber es gibt eben auch noch die schwarzen Schafe. Und das darf an der Stelle nicht zugelassen worden. Und ich sage auch, es hilft nichts. Ich sehe das an dem Antrag von CDU und Grünen, wenn das gelobt wird. Nein, es muss eingefordert werden. Kolleginnen und Kollegen, es muss eindeutig eingefordert werden, und es muss am Ende des Tages auch drauf geschaut werden. Genau, das ist die Aufgabe der Landesregierung, ob es denn auch umgesetzt wird. Und dazu muss man die Arbeitsschutzbehörden auch in die Lage versetzen, personell und auch sachlich, um das durchführen zu können. Sonst tanzen die uns auf der Nase, und das können wir nicht zulassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also im Falle des Rechts auf mobiles Arbeiten können Arbeitnehmer sich, ich habe es gesagt, an die Arbeitsschutzbehörden wenden inzwischen. Es gibt dann einen ganzen Mechanismus, der in Gang gesetzt werden muss. Zunächst gilt immer das Gespräch zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Wenn es Konflikte gibt, gibt es einen Betriebsrat, wenn es denn einen gibt. Ich hoffe, es wird genug Betriebsräte geben, die das machen. Leider wissen wir aber, dass es Betriebe gibt, da gibt es keine. Aber am Ende bleibt der Gang, der jetzt auch zulässiger und eingeforderter Gang eben zu dieser Arbeitsschutzbehörde. Das heißt, es ist zumindest, ich will gar nicht sagen der Versuch, sondern der richtige erste Schritt, um dem Ganzen auch eine Rechtsverbindlichkeit zu verleihen. Das ist notwendig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir würden ganz gerne auch mal erfahren von der Landesregierung, wie sie denn gedenkt, damit umzugehen, und ob sie auch einen Überblick hat, wie viele Arbeitsplätze jetzt im Homeoffice bestehen. Da gibt es keine korrekten Zahlen. Herr Minister, wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das verstetigen könnten. Es ist nicht ganz einfach. Ich gestehe Ihnen das zu. Das ist nicht einfach. Aber ich glaube, wir müssen es tun, um mal wirklich einen Überblick zu bekommen, wie es denn tatsächlich umgesetzt wird, das Ganze, damit wir auch als wichtigen Baustein die Pandemie damit wirklich bekämpfen können und vor allen Dingen auch mit Blick darauf, ob denn das, was da gemacht wird, auch alles rechtskonform ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will zum Schluss noch sagen, es ist die Aufgabe der Landesregierung, Hemmnisse, die bestehen, um Homeoffice-Plätze einzurichten, auch am Ende zu beseitigen. Da sehen wir sie eindeutig in der Pflicht. Es kann nicht nur immer auf den Bund geschoben werden an der Stelle. Und lassen Sie mich noch einen Satz, Frau Präsidentin, wenn Sie mir den noch zulassen. Ich bin auch gleich fertig. Es wird in dem Antrag von der FDP, mit dem wir in weiten Teilen durchaus übereinstimmen, auch mit dem Antrag von der Fraktion Die Linke. Wir sehen auch Parallelen in Ihrem Antrag von Bündnis 90 Die Grünen und der CDU. Aber eins dann aber nicht so viele Nebensätze, ne? Ja, entschuldige bitte. Also wenn ich euch schon mal lobe, dann muss es erlaubt sein. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte zum Schluss eines noch mal deutlich herausstellen. Deswegen habe ich Sie jetzt angesprochen, werte Kollegen von der FDP. Sie sagen Entbürokratisierung des Homeoffices. Was wir nicht mitmachen, ist, dass wir, weil es klare Regeln braucht, auch rechtlich klar geschliffene Regeln im Homeoffice braucht, dass wir hier einen zweiten Homeoffice-Markt liberalisierter Art und Weise kriegen. Das werden wir allerdings nicht mitmachen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam kämpfen, dass das umgesetzt wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Decker. Als nächstes hat der Abgeordnete Enners für die AfD-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Gesundheitsschutz ja, aber nur im Rahmen der bestehenden Gesetze. Eine erste Betrachtung des vorgelegten Antrags der LINKEN reicht aus, um zu erkennen, wie die LINKE scheinbar ihrem 1989 untergegangenen Sozialismus noch nachtrauert. Schaut man sich den Antrag dann noch etwas tiefergehend an... Ganz ruhig. Hören Sie zu, können Sie was lernen. Schaut man sich den Antrag dann noch etwas tiefergehend an, so sollten eigentlich bei jedem Parlamentarier die Alarmglocken läuten. Denn wenn DIE LINKE den grundrechtseinschränkenden Maßnahmen der Bundesregierung applaudiert, wird uns wieder vor Augen geführt, wohin die Reise seit knapp einem Jahr geht.
DIE LINKE beantragt, gesellschaftlich nicht relevante Produktionen einzustellen und diejenigen, die mit der großen Güte von links außen weiterarbeiten dürfen, scharf zu kontrollieren. Bei solchen Anträgen, meine Damen und Herren, müssen Sie sich auch einmal die Frage gefallen lassen, mit welchem Personal, in welchen Abständen und mit welchen Konsequenzen Sie denn solche Kontrollen überhaupt durchführen wollen. Welche Produktionen halten Sie denn für gesellschaftlich nicht zwingend notwendig, außer Ihrem Lieblingsthema der Rüstungsindustrie? Ist es die Autoindustrie? Ist es der Maschinenbau? Ich sage Ihnen, wir halten alles für gesellschaftlich wichtig, denn dadurch werden nicht nur Löhne und Gehälter erwirtschaftet, dadurch werden Existenzen gesichert. Wie auch immer, ich traue es Ihnen zu, zigtausenden von Menschen den Arbeitsplatz dicht zu machen und in die wirtschaftliche Not zu stürzen. Damit aber nicht genug. DIE LINKE will zusätzlich, dass Arbeitnehmer ihre Unternehmen denunzieren und über eine Hotline anschwärzen sollen, wenn Auflagen nicht erfüllt werden. Meine Damen und Herren, hier ist deutlich zu erkennen, dass die Blockwartmentalität dieser Partei sich seit der Gründung der DDR bis heute nicht verändert hat. Und man muss schauen, was inhaltlich wirklich in dem Antrag drinsteht. Es ist die von Bundesarbeitsminister Heil erlassene Corona-Arbeitsschutzverordnung mit einem ordentlichen Schuss Sozialismus, sonst nichts. Es wird deutlich, dass die Bundesregierung in diesem Thema lediglich aktionistisch handelt, und DIE LINKE will darin jetzt noch ihre sozialistische Träumerei mit oben draufsetzen. Von Substanz, gar von juristischer Kompetenz ist weder in der Verordnung der Bundesregierung noch in dem vorliegenden Antrag auch nur ein Funken zu erkennen. Denn die dem Antrag zugrunde liegende Verordnung aus Berlin legt den Arbeitgebern umfassende organisatorische Pflichten, und dazu gehören auch entsprechende Dokumentationspflichten, auf. Außerdem haben Arbeitgeber ihren Beschäftigten, die Büroarbeiten oder ähnliche Tätigkeiten ausführen, anzubieten, diese von zu Hause aus zu erledigen, wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe vorliegen. Meine Damen und Herren, schaut man an dieser Stelle in den Antrag, wird deutlich, dass Sie, meine Damen und Herren von den LINKEN, auch noch nicht einmal zwischen mobilem Arbeiten und dem Begriff Homeoffice unterscheiden können. Es wird einfach alles miteinander verrührt. Nach der Arbeitsschutzverordnung sind dieses zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber ich will es Ihnen kurz in einem Satz erklären. Während mobiles Arbeiten an einem nicht festen Ort, also in einem Café oder in einem Park, geschehen kann, bedeutet der Begriff Homeoffice in der allgemein üblichen Verwendung das teilweise oder dauerhafte Arbeiten von zu Hause aus. Es sind nun einmal zwei verschiedene Dinge. Leben Sie damit. In der politischen Diskussion rund um Homeoffice geht es meistens nur um organisatorische Dinge, während Arbeitsschutz- oder gesundheitsrechtliche Sachverhalte stiefmütterlich oder eben gar nicht behandelt werden. Und genau dieses wird auch hier in der aktuell gültigen Corona-Arbeitsschutzverordnung wieder deutlich. Sowohl DIE LINKEN als auch die Bundesregierung übersehen bei ihrer Regulierungswut, dass es der Arbeitgeber ist, der beim Homeoffice für die Einhaltung der einschlägigen Gesetze und Verordnungen die Verantwortung trägt. Der Arbeitgeber ist für die Einhaltung der Regelungen rund um das Arbeitsschutzgesetz, die Arbeitsstättenverordnung, die Bildschirmarbeitsverordnung und vieles weiter mehr verantwortlich. Arbeitsplätze in den Unternehmen werden so ausgerichtet, dass sie den Anforderungen, die an sie gestellt werden, beispielsweise durch die richtige Beleuchtung, die richtige Arbeitsplatzhöhe oder eine ausreichende Belüftung und vieles mehr erfüllen. Der Arbeitgeber kann durch regelmäßige Begehung der Arbeitsplätze diese Vorgaben prüfen, gegebenenfalls Änderungen vornehmen oder Anpassungen durchführen. Und es liegt auch eine entsprechende Dokumentationspflicht vor, die der Arbeitgeber zu erfüllen hat, wie z.B. in einem Qualitätsmanagementsystem. Wie also kann ein Arbeitgeber denn nun sicherstellen, dass der Arbeitnehmer in seinem häuslichen Büro genau diese Anforderungen an die Gesetze und Verordnungen, praktisch an die Beleuchtung, an die Tischhöhe, an die Belüftung, erfüllt?
Der Arbeitgeber müsste also, um dies zu überprüfen, den Homeoffice-Arbeitsplatz ebenfalls begehen bzw. den Ansprüchen entsprechend ausstatten. Dem stehen aber wiederum die Unverletzlichkeit der Privatsphäre und gegebenenfalls räumliche Begrenzung der privaten Wohnräume entgegen. Und genau diese Bedenken hat der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft klar geäußert, ob diese Corona-Verordnung denn im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung überhaupt umsetzbar ist. Meine Damen und Herren, was sollen die Unternehmen nun machen? Sollen sie ihrer Dokumentation und Aufsichtspflicht nachkommen und dabei Verstöße gegen die DSGVO und Konflikte mit ihren Beschäftigten riskieren? Oder sollen sie die Dokumentations- und Aufsichtspflichten missachten, um eventuelle Streitigkeiten zu vermeiden, was dann aber zu anderen Konsequenzen wie Bußgeldern oder Schadensersatz führen kann? Das, meine Damen und Herren, beantwortet weder die Linken hier in ihrem Antrag, noch kann man auf eine Antwort seitens des Arbeitsministers oder der Bundesregierung hoffen. Und somit ist der vorliegende Antrag nicht mehr als sozialistisch unausgegorener Aktionismus. Meine Damen und Herren, was in diesem Thema noch interessant ist, der Koalitionsvertrag der Bundesregierung enthält folgenden Wortlaut. Wir wollen mobile Arbeit fördern und erleichtern, heißt es da. Dazu werden wir einen rechtlichen Rahmen schaffen. Aber, meine Damen und Herren, wo ist der rechtliche Rahmen? Es gibt keinen. Es gibt keinen, und somit ergibt man sich weiter in Aktionismus und gefährdet immer mehr Existenzen. Meine Damen und Herren, die Bürger erkennen seit fast einem Jahr, was die Bundes- und hiesige Landesregierung bevorzugen. Verordnungen. Verordnungen, die teilweise ohne demokratische Legitimation und unter dem Deckmantel der Pandemie beschlossen werden. Das, meine Damen und Herren, hat mit Demokratie, mit der Einbindung des Souveräns nichts zu tun. Somit ist für uns die Corona-Arbeitsschutzverordnung und der Antrag der LINKEN nicht mehr als ein Eingriff in die Autonomie der Unternehmen, solange es dazu keine weiteren Gesetzesgrundlagen gibt. Ich möchte mit den Worten von Wolfgang Steiger, dem Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU, schließen. Zitat: Corona wird zum Durchsetzen wirtschaftsfeindlicher linker Agenden benutzt. Besser und kürzer kann man den vorgelegten Antrag nicht beschreiben. Folgerichtig lehnen wir den Antrag der LINKEN ab. Ebenso lehnen wir wegen Inhaltslehre den Antrag der Koalition ab. Der Antrag der FDP geht in die richtige Richtung, aber, meine Damen und Herren der FDP, auch Sie lassen die Trennschärfe in den Begrifflichkeiten zwischen Homeoffice und mobilem Arbeiten vermissen. Deswegen werden wir uns hier enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Enners. Herr Abg. Bocklet, Sie müssten mal Ihre Kinnbedeckung Richtung Mund-Nase schieben. Gut, dann ist jetzt der Abg. Hofmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen dran. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, im Antrag der LINKEN steht, dass die Zahlen gemeint sind, wohl die Inzidenzen weiter ansteigen. Das ist Gott sei Dank schon mal falsch. Die bisherigen Maßnahmen haben einen sinkenden Inzidenzwert zur Folge. Und diese Werte nähren die Hoffnung, dass wir langfristig auf Normalwerte zurückkommen und wir alle wieder unser Leben zurückbekommen, wie wir es noch vor einem Jahr kannten. Keine Frage, Corona hat ganz erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Unternehmen, ganze Industriezweige müssen schließen, Kulturbetriebe, Gastronomie, Hotellerie müssen dicht machen, um das Infektionsgeschehen zu minimieren. Unser gesellschaftliches Leben ist im Lockdown und nur digital erlebbar. Wir hangeln uns von Videokonferenz zu Videokonferenz, immer in der Hoffnung, dass das WLAN das verspricht, was der Anbieter, dass das WLAN hält, was der Anbieter verspricht. So.
Und wir wissen, Kontaktbegrenzung sind das probate Mittel, um das Infektionsgeschehen zu beeinflussen. Unter dieser Prämisse also in Zeiten der Pandemie, ist das Arbeiten zu Hause als Homeoffice die beste Lösung. Und natürlich ist es praktisch, nicht das Haus zu verlassen. Man spart Zeit, man verbraucht weniger CO2. Das sind alles gute Möglichkeiten, die über die Pandemie hinaus interessante Aspekte liefern können. Bedenken sollte man aber auch, unabhängig von Corona, nicht jeder Haushalt verfügt über die Möglichkeit eines Arbeitsplatzes als arbeitsnormkonformen Bedingungen. Und ich sage nur mal, Tischhöhe, Licht, Bestuhlung, alles Aspekte, die man nach Corona durchaus in die Beurteilung einfließen lassen sollte, wenn man es grundsätzlich mit Homeoffice ernst meint. Jetzt in der Pandemie ist es unabdingbar, Kontakte zu minimieren. Darum ist es besonders wichtig, ArbeitgeberInnen dazu zu bewegen, so viel und so oft wie möglich Homeoffice zuzulassen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat hierzu die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung vom 20. Januar 2021 verabschiedet. Dort wird explizit unter § 2 darauf hingewiesen, dass der Arbeitgeber und die Arbeitgeberin Büroarbeit und ähnliche Tätigkeiten den MitarbeiterInnen anzubieten hat, wenn es keine betriebsbedingten Gründe gibt. In der Arbeitsschutzverordnung werden weiterhin ganz konkrete Maßnahmen eingefordert, um eine Infektion innerbetrieblich zu vermeiden. Das Bereitstellen und Tragen von medizinischen Masken in Räumen, in denen mehrere Menschen arbeiten, Abstandsregeln, Raumgrößen, zeitversetztes Arbeiten und so weiter. Ziel dieser Verordnung ist es, das Infektionsrisiko bei der Arbeit zu minimieren, um die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu schützen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass alle Unternehmerinnen und Unternehmer ein sehr großes Interesse daran haben, dass ihre Beschäftigten gesund sind und gesund bleiben. Und schon aus Gründen der Fürsorgepflicht gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber auch aus Unternehmensinteresse. Ein wichtiger Satz in dieser Verordnung des Bundesministeriums ist zum Thema Homeoffice aber dieser, wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe entgegenstehen. Es müssen also wichtige Gründe dafür vorliegen, Mitarbeiterinnen in das Unternehmen zu bitten. Und es gibt durchaus betriebsbedingte Ursachen, aber die müssen aber auch sehr gut begründet sein. Und man muss sich aber auch fragen, wer soll das kontrollieren? Wer soll denn beurteilen, ob eine betriebliche Anwesenheit zwingend erforderlich ist, um Arbeitsabläufe zu erledigen? Wir danken alle Hessinnen und Hessen, die sich vorbildlich, besonnen und solidarisch daran beteiligen, die Pandemie einzudämmen. Das sind ArbeitgeberInnen, die Homeoffice ermöglichen bzw. die betrieblichen Abläufe so gestalten, dass sich durch viele Maßnahmen eine Minimierung des Infektionsrisikos einstellt. Und natürlich den ArbeitnehmerInnen, die sich auch unter widrigen Umständen, z.B. durch gleichzeitiges Homeschooling der Kinder, Kinderbetreuung und engen Platzverhältnissen zu Hause den betrieblichen Abläufen widmen. Zum Antrag der Freien Demokraten lässt sich sagen, schauen Sie den Berichtsantrag und den dazugehörigen Bericht des Ministeriums für digitale Strategie und Entwicklung von Frau Ministerin Sinemus an vom 26.10. Dort sind die Bedingungen des mobilen Arbeitens erklärt, ebenso die Schwierigkeiten innerhalb der Verwaltung. Und die Begriffsnutzung mobiles Arbeiten erschließt sich mir aber aufgrund der Pandemie nicht. Ich gehe davon aus, dass Sie damit zumindest derzeit Homeoffice meinen. Bei dem Begriff mobilem Arbeiten erwische ich mich tatsächlich dabei, wie ich mir nach der Pandemie wohlgemerkt in der Mittagspause auf einer Parkbank sitzend dem Banknachbarn dabei zuschaue, wie er sensible Daten, ob Meldedaten oder anderes Persönliches, auf seinem Laptop in der Mittagssonne bearbeitet. Ehrlich, mir graut es dabei. Es müssen also bestimmte Standards erfüllt sein, um mobil zu arbeiten. Egal, ob für das Land oder die Kommune oder für einen Arbeitgeber. Auch hier bemühe ich mich noch einmal den Bericht von Ministerin Sinemus, den Sie offenbar scheinbar nicht gelesen haben, obwohl Sie den Antrag dazu gestellt haben. Denn da steht, dass im Verlauf der aktuellen Pandemie sich das Arbeiten in der Regel zu Hause als wichtiger Baustein, die Handlungsfähigkeit der Hessischen Landesverwaltung sicherzustellen,
wichtig ist. Und hier ist auch wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer IT-Ausstattung von der HZD betreut werden. Wir appellieren nochmals an alle Unternehmen, soweit es möglich ist, betriebliche Abläufe uns möglich machen, Homeoffice anzubieten. Kontaktminimierung ist das Gebot der Stunde. Und will man vielleicht Homeoffice-Quote langsam positiv beeinflussen, sind auch fiskale Mittel durchaus ein Mittel zum Zweck, zum Beispiel im Bereich der Sofortabschreibung. Da laufen, soweit ich weiß, Verhandlungen um Kostenersparnisse im Bereich der Computerhardware oder Drucker, Scanner, Bildschirm steuerrechtlich geltend zu machen, besser geltend zu machen, einfacher geltend zu machen. Darüber würde ich mich freuen, wenn es dazu käme. Damit will ich auch schon enden. Ich werbe für die Zustimmung unseres gemeinsamen Antrages. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Hofmann. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Stirböck für die Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Noch vor einem Jahr war Homeoffice in Deutschland weitgehend ein Fremdwort. Die Arbeitgeber fremdelten damit genauso wie die Gewerkschaften. Dabei bietet mobiles Arbeiten so viele Chancen für Zeitsouveränität, für die individuelle Ausgestaltung des Arbeitslebens, für ein Leben nach eigener Fasson. Und deshalb springen die Anträge der LINKEN und der bessere Antrag der Koalition zu kurz. Wenn Sie sich nur mit dem Heute befassen, wenn Sie letztlich mobiles Arbeiten nur als Instrument sehen zur Corona-Bekämpfung, bevor wir dann wieder, wie es die Frau Kollegin Böhm ausgedrückt hat, in den Alltag zurückkehren. Wir Freien Demokraten wollen einen etwas anderen Aspekt heute in die Debatte einbringen und uns heute schon mit dem Morgen beschäftigen. In Deutschland zeichnet das Arbeitsleben eine sehr ausgebreitete Präsenzkultur, das Arbeitsleben aus. Ich sage fast etwas beinahe gesagt, Bedenken first. Dabei sind die technischen Tools für das Arbeiten zu Hause längst kein Hexenwerk mehr. Remote-Zugänge, kollaborative Arbeitsinstrumente, Videokonferenzsysteme. Aber vor der Corona-Krise hatte das kaum jemand. Also die Fraktion der Freien Demokraten hatte das. Aber auch bei uns ist durch die Corona-Krise ein stärkeres Arbeiten mit diesen Instrumenten feststellbar gewesen. Und ich glaube, dass wir da in Deutschland so zögerlich sind, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir eine erstarrte Gesellschaft sind. Zwar ist die deutsche Verwaltung im internationalen Vergleich extrem gut organisiert, aber wir haben den Trend zur Digitalisierung und auch den Trend zum agilen Arbeiten weitgehend verschlafen. Die Bürokratieexpertin Kuhlmann lobt den Organisationsgrad der deutschen Verwaltung, aber sagt, es fehlten die wichtigen Grundlagen für digitale Leistungserbringung. Das zum Beispiel, aktuelles Beispiel, viele Gesundheitsämter in Hessen die Pandemie, wie der Wiesbadener Kurier schreibt, immer noch analog mit Faxgerät und Zettelwirtschaft bekämpfen, ist symptomatisch für den Digitalisierungsrückstand in unserem Land. Und das fällt uns jetzt beim mobilen Arbeiten auf die Füße. Während die Niederlande schon 2015 über einen modernen Rechtsrahmen mit einem weitgehenden Homeoffice-Recht verfügen, mangelt es auch ein Jahr nach Beginn der Corona-Krise in Deutschland noch daran. Oft braucht es eine Krise, um Gewohntes zu verändern. Das kennen wir aus dem Privaten, aber das ist auch in der Gesellschaft so. Die Pandemie hat die Arbeitswelt umgekrempelt.
Denn wir sind uns alle einig, Homeoffice ist ein wichtiger, ich sage sogar ein unerlässlicher Beitrag zum Infektionsschutz. Natürlich lässt sich nicht jeder Job an den Küchentisch verlagern. Das wird kaum möglich sein. Aber wo das Arbeiten zu Hause möglich ist, muss es auch, das ist ja auch gesagt worden von Ihnen, Herr Kollege Decker, möglich gemacht werden. Und die meisten Arbeitgeber und die meisten Arbeitnehmer hier in Hessen, aber auch in Deutschland haben bewiesen, dass sie dazu bereit sind. Zitat: Größere Katastrophen sind nicht zu vermelden. Zitat: Da, wo Homeoffice möglich ist, wird es jetzt auch gemacht. Und liebe Kollegen und Kolleginnen der Linken, das sagt nicht die FDP oder irgendwelche Arbeitgeberverbände, das sagen Verdi und IG Metall. Die Linke schreibt, dass die zahlreichen Appelle der Bund-Länder-Runden weitgehend von Seiten der Arbeitgeber ignoriert werden. Der Antrag zeichnet ein Zerrbild der Realität. Sie missbrauchen, Frau Kollegin, die Corona-Krise für Ihre alte Leier der Kapitalismuskritik. Corona zeigt, was gut läuft und was schlecht läuft. Der Küchentisch, der angesprochene, ist auf Dauer kein adäquater Arbeitsplatz. Kinderbetreuung und konzentriertes Arbeiten, das passt oft nicht zusammen. Die Kaffeepause mit den Kollegen, ich glaube, die fehlt uns allen. Aber auch, es gibt Vorteile. Kein Pendeln bedeutet mehr Freizeit. Der digitale Austausch klappt. Das Team muss nicht immer im selben Raum sitzen. Mancher Geschäftstermin und auch manche Gremiensitzung in der Politik, für die man früher große Wege in Kauf genommen hat, kann man nun bequem vom Sofa aus verfolgen. Und Herr Habeck kann sogar zwischendrin seine Wäsche waschen. Also vielleicht sollte er sich sogar künftig mehr aufs Wäschewaschen konzentrieren. Das ist, glaube ich, seine eigentliche Begabung. Corona ist nicht das Ende der Büros, aber Corona ist das Ende der Präsenzkultur. Der nötige Schub, um neue Arbeitsmodelle auszuprobieren. Immer mehr Menschen wünschen sich mehr Flexibilität und mehr Selbstbestimmung im Job. Und immer mehr Unternehmen verstehen, dass die Fachkräfte von morgen nicht mit Stempeluhr und nicht mit starren Arbeitszeiten gewonnen werden können. Und das passt zu unserem Menschenbild als freie Demokraten. Wir glauben an den Menschen, der selbstbestimmt ist, an den selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Menschen, an den selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Arbeitnehmer. Die Linke hingegen glaubt an die besonders pessimistische Schätzung der Hans-Böckler-Stiftung. Eine aktuelle Studie von Bitkom kommt aber zu dem Ergebnis, dass 45% der Beschäftigten während der Pandemie ganz oder größtenteils im Homeoffice arbeiten. Und die Erfahrungen sind überwiegend positiv. 3/4 der Befragten in der Bitkom-Umfrage sind der Meinung, dass Homeoffice auch nach der Pandemie noch stärker genutzt werden sollte. Und dafür müssen wir jetzt die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Vorschlag 1. Machen wir es den Unternehmen leichter, Homeoffice-Möglichkeiten anzubieten. Mehr Bürokratie schafft nicht mehr Homeoffice, ganz im Gegenteil. Anschuldigungen, Betriebsschließungen und Verbote à la Linke sind der falsche Weg. Wir brauchen einen Rechtsrahmen, der der digitalen Arbeitswelt gerecht wird, mit mehr Freiheit, wann und wo gearbeitet werden kann. Aktuell rufen wir die Arbeitgeber auf, mehr Homeoffice zu ermöglichen, und lassen sie dann alleine. Die rechtlichen Grauzonen für Unternehmen sind das Problem. Sie müssen sich fragen lassen, ob sie den korrekten Lichteinfallwinkel der Schreibtischlampe zuständig sind oder ob die Arbeit mit Laptops überhaupt erlaubt ist. Und das hemmt die Unternehmen, Homeoffice anzubieten und flexible Arbeitszeitmodelle unter Beachtung des Arbeitsschutzes. Das Arbeitsgesetz passt nicht zur Realität. Die FDP hat deswegen im Bundestag ein Konzept für einen modernen Rechtsrahmen vorgelegt. Und es braucht, da hat der Kollege recht, es braucht, der Kollege Decker hat er recht, auch wirklich Regeln. Liebe Landesregierung, nehmen Sie diese Ideen als Vorbild für eine hessische Bundesratsinitiative. Zweiter Vorschlag: Fangen wir an, hinter der eigenen Haustür für Ordnung zu sorgen. Die Landesregierung hat es in der Hand. Die Landesverwaltung muss das Vorbild sein in der Krise
und nach der Krise. Während des Lockdowns sollen möglichst viele Verwaltungsmitarbeiter von zu Hause arbeiten können. Und die Krise legt dabei offen, was die Landesregierung jahrelang verschlafen hat: mobile Endgeräte, leistungsstarke Netze und vor allem eine digitale Arbeitsorganisation in der Verwaltung. Und deshalb appelliere ich an die Landesregierung: Fallen Sie nach der Corona-Pandemie nicht zurück in den Dornröschenschlaf. Wir müssen jetzt die Konzepte entwickeln, wie wir den Verwaltungsmitarbeitern auch in Zukunft flexible Arbeitsformen ermöglichen und Arbeitsschutz sicherstellen. Dafür müssen wir die technische Ausstattung priorisieren. Dafür müssen wir die Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen endlich voranbringen. Und es braucht eine neue Kultur hin zu einer agileren und projektorientierten Arbeitsweise, wo Qualität statt Präsenz zählt. Das Digitalministerium, Frau Ministerin, kann hier Vorbild sein. Ziehen Sie aus dem Taunuspalais, aus den schicken Büros, mieten Sie eine Fabrikhalle an oder irgendwas anderes und leben dort New Work. Das wäre ein Zeichen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Hessische Landesregierung und die Koalition feiern sich unentwegt für das erste Digitalministerium. Ich wünsche mir, dass die Ministerin nicht nur interessante und wichtige philosophische Runden zu einer Digitalisierung moderiert, die den Menschen dient, sondern Konzepte entwickelt, wie die Digitalisierung im Arbeitsleben den Menschen dienen kann. Es wäre jetzt die Aufgabe des Digitalisierungsministeriums, federführend ein Konzept für mobiles Arbeiten nach der Pandemie zu entwickeln, ein Konzept für Public Work. Wir brauchen jetzt ein weitergehendes Recht auf mobiles Arbeiten, ein weitgehendes Recht auf mobiles Arbeiten in der hessischen Landesverwaltung. Werden wir als Land Vorreiter für New Work in Deutschland? Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Stirböck. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Mund-Nasen-Bedeckung dauerhaft auf Mund und Nase zu tragen ist. Der Herr Abg. Scholz hat sie jetzt gerade mal auf, aber die meiste Zeit am Kinn. Doch. Ich habe es dauernd beobachtet und ich hätte sie zwischendurch ermahnt. Dann haben sie es immer wieder aufgezogen und dann wieder ab. Und jetzt haben sie es gerade wieder aufgezogen. Deswegen möchte ich gerne noch einmal darauf hinweisen.